Wenn du jemals in einem Film landest, denk dran, es gibt keine der üblichen Regeln. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 Filmlogiken, die einfach keinen Sinn ergeben. Für diese Liste betrachten wir einige Filmklischees, die sich den Regeln des Alltags widersetzen. Vom gesunden Menschenverstand über soziale Normen bis hin zu den Gesetzen der Physik. Nummer 10. Gut, ich hol dich ab. Wir verstehen es, kleinere banale Details auf dem Bildschirm zu überspringen. Aber wir würden gerne ein paar zusätzliche Sekunden des Dialogs durchstehen, um diesen zumindest geringfügig realistisch zu machen. So if you're not busy, you want to go to a fraternity party? Will I be home by 12? Sure, anytime you want. I'll pick you up at... My dad would kill me if he knew I was going to a frat house. In Filmen dauert das Gespräch gerade mal 5 Sekunden, wenn sich Leute gegenseitig nach Dates fragen. Manchmal wird der Tag festgelegt oder sogar eine Uhrzeit. Aber halt nicht immer. Und selten werden tatsächliche Pläne gemacht. Stattdessen endet das Gespräch irgendwie immer mit einer Variation von ich hol dich ab. Limo, take about a half hour. About 8 o'clock, is that good? Yeah, 8 sounds great. Okay. Normale Leute sprechen über Optionen für den Abend oder planen zumindest irgendwas. Und selbst wenn nicht das, sie tauschen zumindest Informationen aus. Es ist schwer, jemanden ohne Adresse abzuholen. Nummer 9. Essen ist nur zum Zeigen. Oh, I'm not very hungry. Just give me double a polar burger with everything and a cherry soda with chocolate ice cream, okay? That sounds good. All the same. Hebt jetzt eure Hand, wenn ihr zum Abendessen geht, um Essen zu essen. Ja, das sieht mir nach der Mehrheit aus. Und vermutlich gilt das auch für Frühstück und Mittagessen. Auf dem Bildschirm besteht jedoch weitaus ein größerer Druck, makellos zu wirken. Und die Charaktere sprechen häufig zu viel. Und dadurch wird das Essen schwierig gemacht. What would you like in your omelet? Nothing in the omelet, nothing at all. Well, that's not technically an omelet. Well, I don't want to get into a semantic argument over it. I just want the protein, all right? All das unberührte Essen lenkt wirklich ab. Nehmt doch zumindest einen Bissen. Kaut vielleicht sogar. Und wenn wir schon beim Thema sind, warum trinkt niemand im Film seine Getränke aus, wenn er die Bar oder den Tisch verlässt? Die sind auch nicht billig. I need a rain check. Let me get this. Nummer 8. Wichtige Informationen werden nur in Person überliefert. Ach, die Zeit, das Geld und das Leben, das hätte gerettet werden können, wenn jemand einfach eine E-Mail... einen Text oder einen Anruf gesendet hätte. I want you to tell me everything. Well, certain things you just can't say over the phone. Aber nein, stattdessen wird ein Treffen arrangiert, oft an einem dunklen oder mysteriösen Ort oder an der Öffentlichkeit. Ihr wisst schon, im Namen der Sicherheit. We're chasing the wrong man. What? I don't want to say over the phone. Meet me at Anderton's. Aber alles, was das jemals tut, ist natürlich den Bösewichten die Möglichkeit zu geben, die Person mit den sensiblen Informationen verschwinden zu lassen. Du hast Angst, dass jemand deine Telefonleitung abhört oder dass jemand sich in deinen E-Mail-Account gehackt hat. Wahrscheinlich ist es trotzdem besser zu riskieren, dass die Informationen abgefangen werden, anstatt dass du mit ihnen stirbst. Look, I just got a phone call. We gotta talk. And we can't talk on the phone. So one of us has to get on a plane or something, alright? Nummer 7. Helden schauen nie auf Explosionen zurück. Macht dies wirklich badass filmische Momente? Vielleicht. Ist es glaubwürdig? Absolut nicht. Wir glauben nicht nur, dass man eine Explosion sehen möchte, besonders eine, die man selbst verursacht hat, sondern wir glauben auch nicht, dass man sich überhaupt davon abhalten könnte. Selbst wenn man nur ein lautes Geräusch oder eine plötzliche Aufregung erwartet, kann man sich nicht davon abhalten, zusammenzuzucken. Das vielleicht albernste an diesem Klischee ist jedoch, dass es nur der Kamera zum Vorteil kommt, wenn jemand nach vorne guckt, während hinter ihm eine Explosion stattfindet. Unabhängig davon, wie realistisch diese Explosion ist, dieses Starren und Weggehen erinnert uns unweigerlich daran, dass das alles unecht ist. Nummer 6. Im Wasser landen ist wie auf einer Wolke zu landen. Wasser mag sicher erscheinen, aber in Situationen mit einem langen Sturz ist es ein tödlicher Gegner. Pay attention! Get out on your knees! Right now! Wenn ein Charakter schnell entkommen muss, entscheidet er sich häufig dafür, aus großer Höhe in ein Gewässer zu springen. Die Vermutung ist, dass das Wasser den Fall abfedern wird. Musik
Leider ist das nicht der Fall. Also zumindest nicht im wirklichen Leben. Das Aufprallen auf das Wasser mit einer so hohen Geschwindigkeit ist wie das Aufprallen auf eine Betonwand. Und der durchschnittliche menschliche Körper fällt mit über 150 Kilometer pro Stunde. Diese Tatsache macht Szenen wie James Bond sehr langen Fall bei der Eröffnung von Skyfall sehr, sehr unwirklich. Take the bloody shot! Nummer 5. Nur eine Hirnerschütterung? Kein Problem. Okay, Kid. Give it to me. Eine möglicherweise schwächende Kopfverletzung erleiden? Kein Problem. Mach einfach weiter. Ja, Gehirnerschütterungen in den Filmen scheinen irgendwie nicht die gleiche Wirkung wie in echt zu haben. You gotta break the door! Are you gonna pay for it? Anstatt Orientierungslosigkeit oder schlimmere Symptome zu verursachen, wirken sie stattdessen wie eine leichte Wunde, die Helden oder Heldinnen überwinden müssen. Betrachtet etwa die Häufigkeit, in der Marty McFly im Verlauf von Zurück in die Zukunft irgendwie am Kopf getroffen wird. Mindestens einmal pro Film wird Marty bewusstlos. Er holt sich jedoch ohne erkennbare Schwierigkeiten. Es ist seltsam zu sehen, um es gelinde auszudrücken. Nummer 4. Jemanden am Kopf treffen ist ein Ausschalter. Dies ist vielleicht die gefährlichste Ungenauigkeit, die Filme verbreiten. I don't want any trouble. Laut Film wird ein Schlag am Kopf oder Hals jemanden ausschalten. Ein paar Stunden später wacht er auf und wird wie neu sein. Für jeden Helden, der versucht, die Verluste so gering wie möglich zu halten, scheint dies der richtige Weg zu sein. So kann der Held Dutzende von Schlägern überwältigen, ohne Blut zu vergießen. Sorry, The punch was supposed to knock you out. Hier ist jedoch die Sache. Der menschliche Körper hat keinen Ausschalter. Schlägt man jemanden über den Kopf, erleidet dieser wahrscheinlich große Schmerzen, ohne sein Bewusstsein zu verlieren. Ist der Schlag hart genug, um die Person auszuschalten, besteht eine gute Chance auf dauerhaften Schaden oder darauf, dass die Person getötet wurde. I have a strong constitution. You're not bloody kidding. Nummer 3. Figuren trennen sich, obwohl ein Gespräch alles klären könnte. Die meisten Dramen in den Filmen könnten mit einem Gespräch gelöst werden. So tight, tight! The only thing that's gonna be tight is my foot down your throat! Aber wer möchte sehen, wie Charaktere über ihre Probleme sprechen, wenn man stattdessen eine Hochzeit unterbrechen oder jemanden daran hindern muss, in ein Flugzeug zu steigen? Oh. I knew you were cheating on me. No, I'm not cheating. No, he's we're not. Just trying to stay out of prison. Exactly. Prison? No, no one's going to prison. Sobald Filmcharaktere etwas Unangenehmes belauschen oder in eine kompromittierende Situation geraten, akzeptieren sie das einfach. Oft führt dies zu einer Trennung zwischen zwei Charakteren, die unsterblich ineinander verliebt sind. Everything under control, I see. Excellent graph. Lovely legs. Und in dem Moment, in dem einer sagt, lass uns das klären, wird er garantiert von einer klischeehaften Erklärung wie, ich will es nicht hören oder es ist zu spät getroffen. Ach, Kommunikation ist das Wichtigste, Freunde. Well, good luck. Glad I could be of help. Nummer 2. Bösewichte warten, bis sie an der Reihe sind. Ritterlichkeit ist nicht tot, wie es scheint. Sollte ein Held oder eine Heldin einer Gruppe von Feinden gegenüberstehen, dann sagt Hollywood, dass es nur sinnvoll ist, wenn diese einzeln angreifen. Liegt es daran, dass es unsportlich ist, den Helden auf einmal anzugreifen? Glauben die Bösewichte, dass ein einziger Krieger den Helden aufhalten kann? Oder ist es nur eine Abneigung, sich zurückzuziehen und einen neuen Plan zu schaffen? Wir sind uns nicht sicher, aber es scheint völlig willkürlich und unnötig, dass jemand aus einem Angriffstrupp darauf wartet, bis er an der Reihe ist, bis er angreift. Look, this is how it goes. You attack me one at a time and I knock you out with a single punch, okay? Go. Judo chop. Oh, he's good. Judo chop. Bevor wir nun unsere Nummer 1 verraten, sind hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Alle Computersysteme müssen manuell an einem tödlichen Ort überschrieben werden. Ja klar, denn im Notfall ist dies sicherlich eine praktische Designwahl. So, listen, I need you to manually override the re-entry, okay? Okay, I got it. Manually override the re-entry! I'm trying! So, just do
Während eines Telefongesprächs verabschieden sich die Leute nie, weil Höflichkeit wohl niemanden badass klingen lässt. I'll meet you at Greenwich Park Observatory. Any taxi driver will drop you off there. I can read a map. Tomorrow, midday. Tomorrow at 12. I'll be there. Durch Fenster zu springen schadet nicht, weil Filmcharaktere scheinbar super dicke Haut haben. Ah. Jesus. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Alles muss explodieren. Von Autos bis zu Raumschiffen scheinen Objekte in Filmen dazu bestimmt zu sein, irgendwie in Flammen aufzugehen. Schieß drauf und kabumm. Explosionen sind im Kino als charakteristische Form des Spektakels fest verankert. Aber es scheint zunehmend, als ob alles darauf vorbereitet ist, irgendwie in die Luft gejagt zu werden. Ob es sich um Sanddünen, Roboter, Schiffe im Vakuum oder ganze Planeten handelt. Wenn du einen Actionfilm schaust, ist eine Explosion garantiert. Es macht sicherlich Spaß zu sehen, wie es sich entfaltet. Aber wir sind sicher, dass die reale Welt nicht so anfällig für spontane Explosionen ist. Wahrscheinlich. Hoffen wir. Oh, that's what exploded? Holy shit, that was crazy. Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.